So, ich habe ihn jetzt, den Schweizer Pass. Nach mehr als 15 Jahren, die ich hier schon in St. Gallen lebe und arbeite als Schauspieler. Mein Einbürgerungstest habe ich mit Applaus bestanden. Naja, was heißt Applaus? Eine Rechnung habe ich bekommen. Jedenfalls darf ich diesen Herbst zum ersten Mal wählen. Das ist aber ziemlich unübersichtlich. All die Listen, Unterlisten, Listen, Unterlisten, Verbindungen kumulieren, panaschieren. Da habe ich mich gefragt, wer mir auf die Sprünge helfen kann. Und gedacht, ganz klar, Paul Rechsteiner. Ist am längsten dabei, hat am meisten Erfahrung, ist Ständerat, Anwalt. Und da gibt es doch diese berühmte Anwaltsserie, Better Call Saul. Also, Better Call Paul. Da haben wir es ja. Paul Rechsteiner, ganz naiv gefragt, worum geht es diesen Herbst? Es geht um Entscheid von grösster Tragweite, die anstehen in den nächsten 4 Jahren. Klima, Jugend hat uns klar gemacht, wir haben wenig Zeit. Und wenn man sich mit den Fakten beschäftigt, ist es effektiv so, die Situation mit dem Klima ist höchst dramatisch. Die nächsten 4 Jahre werden entscheidend sein. Entscheidend in der Sozialpolitik, ob der Druck auf die sozialen Errungenschaften anhaltet, von rechts her, oder ob es endlich wieder gelingt, soziale Errungenschaften umzusetzen im Interesse von der grossen Mehrheit von der Bevölkerung. Und nicht zu vergessen, wir sind ein spannendes Land, ein vielfältiges Land. Es ist wichtig, dass alle, die hier leben, arbeiten, die Steuern zahlen, dass die auch mitentscheiden, mitreden, dass wir endlich wieder im Bürgerrecht einen grossen Schritt vorwärts kommen. Und Sie sind ja jetzt seit 8 Jahren im Ständerat. Warum ist denn der Ständerat bei all diesen Entscheidungen so wichtig? Der Ständerat hat eine neue Dynamik bekommen, nachdem ja historisch gesehen Nationalrat der Motor vom Fortschritt war im Bundesstaat und der Ständerat traditionell ja der Bremsklotz der Nation. Und er hat eine neue Dynamik bekommen, bedingt dadurch, dass die SP, die früher eine Randgruppe war, plötzlich gleich stark geworden ist wie CVP und FDP, hat eine ganz neue Dynamik ermöglicht, dass bei einer Blockade im Nationalrat mit der Rechtsmehrheit von SVP und FDP, damit sind alle wichtigen Entscheide, die in Zukunft gewesen sind, im Ständerat getroffen worden. Der Ständerat ist ja auch die kleine Kammer. Da kommt es auf Personen an, heißt es. Das interessiert mich als Schauspieler natürlich besonders. Wer spielt denn da die Hauptrolle im Ständerat? Gut, Personen sind wichtig, aber noch wichtiger als Personen ist wie im Schauspiel, das Ensemble, das Zusammenarbeiten, das Zusammenspiel von vielen verschiedenen. Auch die Dynamik in den Kommissionen, es sind auch kleine Kommissionen, die Fähigkeit zum Zulassen, aber auch die Fähigkeit, Spielräume zu erkennen, die Möglichkeit, hineinzudenken, in ein Potenzial, wo man eigentlich gar nicht daran gedacht hat, abseits von dem, was in den Medien steht und abseits vor allem auch ein bisschen von dem, was Parteizentralen vorsehen würden, wo neue Spielräume entstehen, wo die zukunftsorientierten Entscheidungen eben auch ermöglichen. Ich stimme ja nun zum ersten Mal hier im Kanton St. Gallen ab. Warum sind denn die Wählerinnen und Wähler von hier so wichtig? 2011 ist es uns gelungen, den grossen Wahlsieg für den Ständerat können zu erreichen. Entgegen allen Prognosen, entgegen den Voraussagen der Medien. Es hat grosse Auswirkungen gehabt. Es geht darum, dass man jetzt nochmal in einer ganz anderen Grössenordnung dafür sorgt, im Nationalrat durch veränderte Mehrheitsverhältnisse, aber auch im Ständerat, wo wir die Möglichkeiten müssen haben, für eine fortschrittliche, für eine zukunftsorientierte Politik dafür zu sorgen, dass wir es umsetzen. Wir leben in einer Zeit von äußerst knappen Entscheidungen, die grösste Tragweite haben, das international, aber auch in der Schweiz immer wieder ganz extrem knappe Entscheidungen. In dem Herbst geht es um so viel, dass es auf jede Stimme ankommt. St. Gallen wird einen wichtigen Beitrag leisten dafür, dass in Bern vorwärts geht statt hinterher. Danke soweit, Paul Rechsteiner. Schalten Sie wieder ein, wenn es beim nächsten Mal heißt Better Call Paul zum Thema AHV und Krankenkasse.